Hallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Die Zwerge. Wir sind, glaube ich, beim letzten Part ein kleines bisschen von unserem eigentlichen Weg abgekommen, deswegen gehen wir da jetzt mal ganz so schnell zurück. Sich wieder, Zwerg. Dschungel, nicht wahr? Ihr seid mir gerade einfach nur gefolgt. Wir sind einfach denselben Weg gelaufen. Ihr verabschiedet euch. Mann, Leute, dankeschön. Oh, guck mal, so sieht man sich wieder. Ach nein, gut, er ist abgebogen, sehr schön. Ich wollte ihn jetzt nicht 3, 4, 5 Mal immer wieder sehen. Es wäre dann doch ein bisschen zu viel gewesen, auch wenn er mich wieder über den Weg läuft. Reise nach Purista und zum Palast. Doch der Eintritt wird euch wieder verwehrt, da der Rat der Magi noch immer tagt. Ah, die tagen aber ganz schön lange. Na gut, wir müssen jetzt nochmal kurz zurückgehen, weil ich habe ja vorhin, ich wollte ja unbedingt hier unten nochmal irgendwas testen. Ich glaube, das war der Händler, zu dem ich nochmal wollte. Aber gut, wir haben ja jetzt alles erledigt, auch wenn der Händler uns gerade auf Schritt und Tritt verfolgt hat. Staffchen Sonnenhaar macht seinem Namen alle Ehre. Wie kommt an, als die Sonne hinter dem Turm eines Palandiel-Tempels untergeht und die farbigen Fenster erstrahlen lässt? Es gibt einen Laden im Dorf und durch die Fenster erspähst du neben Gebrauchsgegenständen und Lebensmitteln auch ein gefülltes Bücherregal. Ah, schon wieder. Vielleicht können wir diesmal ein bisschen was lesen und werden nicht direkt wieder weggezogen. Betreten wir mal den Laden. Betretet, klingelt eine kleine Glocke. Die Zwillinge schauen sich etwas um, wirken aber eher desinteressiert, bis sie ein paar ausgestellte... Hatten wir nicht genau die Diskussion schon mal bei einem anderen Dörfchen? An der Wand zu deiner Linken ist das Bücherregal, das du schon durchs Fenster gesehen hast. Es ist ungewöhnlich für einen Dorfladen, Bücher zu führen. Na gut, zeigt uns trotzdem, was ihr habt, denn wir haben, wir haben nix. Der Typ hat einfach nix. Okay. Setzen wir unseren Weg fort, geht in Ordnung. Ich glaube, hier war ich schon mal. Ich glaube, das habe ich schon mal leer gekauft und dieses Gespräch habe ich auch schon mal gehört. Na gut, gehen wir weiter. Willkommen in Grünhain. Ihr euch dem Dorf und erkennt schon von Weitem, dass etwas nicht in Ordnung ist. Der Geruch von verbranntem Holz und Tod liegt in der Luft. Gut, dass wir schon ein bisschen trainiert haben und jetzt wissen, wie man gut wegrennen kann. Haben wir ja im vorletzten Part sehr gut und im letzten, wir haben es in jedem Part sehr gut geübt. Tungdil kann schon mal gut rennen. Laufen sollte nicht seine Schwäche sein. Mal sehen, vielleicht haben wir es diesmal sogar kampfgeschicklich gut voranzukommen. Wäre ja schön. Na gut, aber wir haben schon mal überall verbrannt. Das heißt, der Famulus könnte tatsächlich schon mal tot sein. Tipp, lass dich nicht von Gegnern umzingeln. Nutze Spezialfähigkeiten. Okay, weil war krass. Die Nasen haben es den Spitzohren ganz ordentlich gezeigt. Wir hätten es nicht besser machen können. Gebt auf die Umgebung acht. Ich will herausfinden, was mit Goren geschehen ist. Grünhain war dann von Elben, ne? Spitzohren müssen Elben sein und Plattnasen werden dann wieder Orks sein. Okay, dann schauen wir erstmal hier. Betrachte den Körper am Baum. Das schneeweiße, anmutige Antlitz der Elbin strahlt noch immer Schönheit aus. Ach du Scheiße. Doch steht es in argem Kontrast zu ihrem restlichen Erscheinen. Stimmt, ich erinnere mich gerade so ein bisschen an die Geschichte, was passiert ist. Sie nur mehr ein blutrotes, feucht glitzerndes Skelett. Lange Nägel stecken in ihren dünnen Knochen und dort, wo ihre wunderschönen Augen waren, gähnen nun schwarze Löcher. Weil die guten Albäen nämlich sehr gerne mit ihren Toten Kunstwerke veranstalten und auch das Blut ihrer Opfer zum Malen nutzen oder halt eine wunderschöne Figur da mal an den Baum heften. Jesus hätte auch von denen kommen können. Ah, guck mal, apropos Gemälde. Die Hand, die für dieses Bild den Pinsel führte, gehörte einem Meister. Es wurden ausschließlich Rottöne benutzt, doch jede noch so kleine Einzelheit spiegelt sich peinlich genau wider. Bäume, Gebäudereste, Leichen, du stockst. Das Bild zeigt das Dorf in seinem vernichteten Zustand? Als du die Leinwand genauer betrachtest, erkennst du, dass es sich um Haut handelt. Und auch das Rot erscheint dir nunmehr als verdächtig. Gehen wir da mal ganz kurz ein Stückchen ran, denn tatsächlich kann man das Bild jetzt sogar sehen. Ja, dass das Rot scheint uns mehr als verdächtig. Also gut, das ist jetzt schöner beschrieben, als es hier wirklich zu sehen ist. Aber Feuer. Gucken wir uns das mal. Ah, shit! Shit! Nein! Ups. Der Geruch des Rauchs begleitet euch schon eine Weile.
Doch hier, so dicht an den Leichen, wird er vom süßlichen Gestank des Todes überdeckt. Du hast einen bitteren Geschmack im Mund und musst dich zusammenreißen, um nicht angewidert auszuspucken. Ah, shit. Okay, alles klar. Also wir kommen zumindest schon mal zu spät. Wer weiß, ob wir den Fahrmodus noch irgendwie finden können. Apropos, Leute, was sagt ihr dazu, außer dumm rumstehen und doof gucken? Das, nix. Ja, nix. Gut. Dann redet mal ohne mich. Bin ich halt wieder der Außenseiter. Habe ich da gerade irgendwas Grünes? Ich habe irgendwas Grünes in der Tasche. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Ich bin mal der Meinung, dass unser Fahrmodus, den wir suchen, das gegebenenfalls nicht überlebt hat. Das, er wird eine der 1-2 Leichen hier sein. Wobei wir auch bloß Menschen sehen und niemanden von den vermutlich Gegnern, der irgendwie gestorben sein könnte. Können wir irgendwas da drin erkennen? Irgendein Easter Egg oder so? Vielleicht können wir auch noch rein. Mal schauen, warte, war nicht irgendwie irgendeine Taste schauen, was wir angucken können? Start, nein, nein. Select, Viereck war's, ne? Nein, Viereck war der Videoclip. Tja, dann, also wir können, erstmal ist hier wahrscheinlich nichts zum Angucken, deswegen können wir es nicht überprüfen. Viereck war's, okay, alles klar. Ja, da kommen wir auf jeden Fall noch irgendwie rein. Die Frage ist bloß, wie? Wahrscheinlich durch die Tür. Das wäre dann zu einfach. Betrachte die Hufspuren, das klingt nach einem Plan. Das Feuer in Boindils Augen lodert vor Begeisterung auf. Ich hab X gespielt, tut mir leid. Das wäre doch mal was anderes als diese tumpen Schweineschnauzen. Hast du gehört, Bruder? Vielleicht bekommen wir ja Tions Spitzohren vor die Klinge. Könnte ich das bitte nochmal hören? Ich habe leider den Anfang übersprungen. Verdammt. Wie gesagt, ich habe X gespammt. Das tut mir leid. Ich dachte, ich wäre zu weit weg gewesen. Na gut, aber wahrscheinlich hat hier unser guter Tun dir gesagt, die Hofspuren sehen aus wie von Albe, weil reingebrannt und so. Grünhain war einer der wenigen Orte im geborgenen Land, in dem Menschen und Elben zusammengelebt haben. Du siehst keine elbischen Züge zwischen all den schmerz- und angstverzerrten Gesichtern. Du wendest den Blick ab. Okay, haben wir sonst noch irgendwas, was wir hier gucken können? Da hinten ist nix. Hier drüben ist auch nix. Dann können wir eigentlich nur noch reingehen. Obwohl, wir gehen gar nicht durch die Tür. Wir können einfach das Elfenhaus von den Elbenhaus Elfen und betrachten. Ihren Bauten gelesen. Dies hier war immer nur ein kleines Beispiel ihrer Baukunst, die in Alandur ihre Vollendung gefunden hat. Nun, brennend und zerstört, macht der Pavillon einen noch traurigeren Eindruck. Aber zumindest das Licht da drin ist schon mal schön. Warum haben wir eigentlich minus 3 Tage? Ah, ungefähr 3 Tage Proviant haben wir noch. Schlau, macht viel mehr Sinn. Okay, haben wir ansonsten noch irgendwas hier? Sieht nicht so aus, außer einen schönen Rundgang. Okay, ah, guck mal, wir haben ihn gefunden. Mein Famulus. Der Magus hatte diese Bücher bei sich, als er angegriffen wurde. Wollte er sie in Sicherheit bringen? Deine Augen fallen auf einen versiegelten Brief neben den Büchern. Die Umstände erscheinen dir ausreichend, um das Siegel zu brechen. Vielleicht. Seit vor allen Dingen ist er gerade im Kreis um ihn ringsherum. Es freut mich zu hören, dass ihr endlich Lord Ionan ins Vertrauen ziehen wollt. Ich habe etwas Neues über den Dämon herausgefunden. Es steht alles in diesen Büchern, die ich euch schnellstmöglich zukommen lasse. Ich glaube, sie sind der Schlüssel zu seiner Vernichtung. Oder, ich hoffe es zumindest, hochachtungsvoll, Goren. Goren haben wir gesucht, oder? Ich glaube, sowas. Von was für einem Dämon sprechen Sie? Unwillkürlich musst du daran denken, dass sich nur wenige Tagesmärsche nördlich von hier die magische Barriere befindet. Und dahinter, Vrakas allein weiß, was für Kreaturen im Totenland leben. Gut, wir sollten das vielleicht zu Lord Ioan bringen, wäre eine Option, wa? Als hätte ich stinkende Unterirdische gerochen. Oh. Shit. Übrigens, da sehen wir die brennenden Hufen. Wir bekommen unseren Kampf. Ich hoffe, euer Blut klumpt nicht zu sehr. Für die feinen Pinselstriche muss es flüssig sein. Ha! Wie willst du uns besiegen, Spitzohr? Wir sind zu dritt. Ah, nur zu dritt? Das macht es leichter. Ihr Blick wandert über die Leichen. Orthar in Lueth Wanre. Oh nein. Oh nein. Was geschieht hier? Ja, das immer, wenn man nicht weiß, was man tun soll und einen zweiten Teil für ein Spiel macht. Ich kenne nichts anderes, das die Toten erwecken kann. Schlagt ihre Köpfe ab, sonst kommen sie immer wieder.
Können wir nicht einfach sie töten? Ich meine, dann sind die vielleicht auch weg. Wäre so eine Idee meinerseits. Na ja gut, dann machen wir erstmal Kampf starten. Ja, sie teleportiert sich weg. Alles klar. Gut, Leute, da kommen gerade ziemlich viele. Haltet Tugend die am Leben und töte alle anderen. Tötet die Albin und den Nachtmar. Auch den Nachtmar, das arme Pferdchen. Ich glaube, es ist fair in diesem Moment. Gut, Tungdi macht dir erstmal Schaden. Du... Okay, ich glaube, wir sollten erstmal alle irgendwie zusammen kämpfen. Das wäre relativ wichtig. Und du machst da einen Schlag. Auf geht's. Zack, bam. Genau so wollte ich das sehen. Alter. Ja? Ich glaube, wegrennen ist erstmal eine keine schlechte Idee. Zack, du dorthin. Du machst den hier. Weiter geht's. Wir müssen erstmal irgendwie ein paar von den Toten erledigen. Zack, apropos, den machen wir mal kurz. Alter. Okay, ich dachte gerade, ich hätte übelst viel Schaden bekommen, aber es ging eigentlich. Wie viel Schaden kriegt der Nachbar? Ist eine gute Frage. Du, Böhn, der hat wieder seinen wunderbaren Angriffsrausch und du gehst hier unten auf die Typen. Zack, erledigen wir den mal. Nachtmar hat er irgendwie Schaden bekommen. Nicht wirklich. Alter Schwede. Shit, stimmt das Feuer? Ich erinnere mich. Böndil, Sprung dorthin. Du läufst so schnell wie möglich weg. Und Dungdil, ich würde sagen, dich steuere ich gleich mal. Zack, ich hoffe, wir haben ein paar davon ins Feuer geworfen. Das wäre jetzt nämlich wichtig gewesen. Das Nachtmahl macht ja auch einfach Spaß, aber es hat schon die Hälfte des Lebens verloren. Was denn los? Du musst den Typen ins Feuer werfen, das wäre ziemlich geil. Zack, und Tungdi muss ich am Leben halten. Das heißt, der darf hier seine lieben kleinen Zombies töten. Oh, fuck, Alter, ich sehe ja die ganze Zeit bloß Schaden da unten. Du bist weiterhin wild drauf los. Ja, okay, zumindest ein tote Leiche um dich ringsherum, das klingt schon mal gut. Ja, man muss hier tote Leichen nochmal extra benennen, weil durchaus nicht zwangsweise klar ist, dass die Leichen tot sind. So, zack. Du schlägst... Warte, wir machen das anders. Weiter, zack. Du schlägst in die Richtung. Du kannst auch wieder angreifen, das ist schön. Ja, spring einfach genau da rein. Und du versuchst, die da zu erledigen. Weiter geht's. Bäm. Das war der falsche Tungdil, aber gut, was soll's. Das Schöne ist, dass der immer so viele Fähigkeitspunkte hat. Komm, du springst mal damit rüber, du hilfst mal deinem Brüderchen. Das könnte vielleicht ein bisschen Hilfe gebrauchen, so wie es gerade aussieht. Sehr schön. Oh, Tungdil, ja. Schlag zu. Bäm. Oh, warte. Das meinen die. Man muss nochmal extra rangehen, wa? Das ist ungünstig, das ist richtig ungünstig. Das heißt, es reicht eher bloß die tot zu hauen, die kommen dann wieder. Hätte man sich denken können, ja, aber ich dachte, die sind selber schlau genug, den Kopf abzuschlagen. Aber nein, alles. Nein. Zack. Muss man selber tun. Fuck. Okay, jetzt weiß ich das. Jetzt könnte ich natürlich versuchen, danach zu reagieren. Mach mal, was auch das nochmal tut, ich hab's vergessen. Du haust die nächsten um. Die Frage, will ich jetzt wirklich erstmal alle Untoten töten? Oder. Fuck. Was? Du hast ehrenhaft gekämpft, doch du wurdest besiegt? Wieso? Wer ist gestorben? Na dann neu starten, wa? Dann probieren wir es nochmal. Okay, gut, ich dachte, die sind schlau genug, die Typen selber zu köpfen, aber nein, ich muss nochmal selber X drücken. Gut, das macht Sinn. Das Spiel hat ja einen gewissen Schwierigkeitsgrad, das heißt, man muss selber daran denken, alle Toten zu töten. Es ist komisch, im Sprachfluss Tote zu töten zu sagen. Oder wir ignorieren die einfach und konzentrieren uns auf die Hauptgegner. Was denn? Was einerseits ihr beide seid und was andererseits du da bist. Ich fange mit dem Nachtmar an. Zack. Einmal bitte angreifen. Du springst jetzt so hin, dass du nur das Nachtmahl triffst und du greifst bitte ebenfalls den an. Bam! Genauso wollte ich das sehen und da ist zumindest vom Nachtmahl schon mal die Hälfte des Lebens weg.
bevor der Kampf mit den Untoten überhaupt begonnen hat. Du aktivierst mal das hier. Und weiter geht's. Ich sollte bei Tungdir bleiben. Ach, fuck, Alter. Das sind schon ein paar Gegner, glaube ich. Und vor allem kann ich hier nicht wegrennen. Das ist das Schlimmste daran. Warte, ich muss Pause machen. Das dauert zu lange, Alter. Und Bündal ist mal voller Marsch. Köpfen. Alter. So, das Nachtmahl ist so gut wie tot. Warte, warte, warte. Runter, du machst das dort, dass du Tungdir nicht triffst. Was ist? Alter. Alter. Lass mich durch. Ich bin Arzt. So, und du hast das Nachtmahl hoffentlich getötet. Hoffentlich. Tungdir, bitte dir mal hier den Weg frei. Sehr schön. Töte den. Kopf ab. Nice. Lauf weg. So, du machst jetzt endlich dieses gottverkackte Pferd tot. Und du nimmst dir hier den nächsten. Zack. Und machst den da weg. Tungdir, rennen. Pause machen. Heiltrank schlucken. Das hat gut funktioniert. Und du springst auf die. Die ist unser Hauptgegner. Alles andere ist zweitrangig. Untote töten ist zwar immer wieder schön, aber da die sowieso wieder aufstehen, ist das irgendwie nicht ganz Sinn der Sache. So, wie sieht's aus? Du solltest springen, habe ich gesagt. Und weiter geht's. Da kam der Sprung, ich hab's gehört, ein lautes Wah. Tungdir, wäre schön, wenn dein nächster Aktionspunkt langsam wieder da wäre. Da ist er. Zack, machen wir den da. Hier drüben, Leute, wie sieht's aus? Ah, die ist wieder woanders hingegangen. Das war leider zu erwarten, aber genau in meine Falle rein. Hust, hust, war so geplant. Hust, hust. Zack. Da liegt der nächste. Köpfen. Schönes Ding. Alter. Ah, gut, dann springen wir wieder da rein. Die hat schon Schaden bekommen, das ist schön. Und wir müssen hier die nächsten tot machen. Zack. Bam. Und köpfen. Und köpfen. Tungdir hat momentan relativ viel Leben, der kann den mal schnell machen, sehr schön. Spring einfach direkt dahin, wo du bist, so stehst du ganz gut. Und zack, nächsten machen. Bäm, betäubt, hinrennen und köpfen, ist tot, sieht gut aus. Du, weiter geht's. Verdammt, wie viele kommen denn noch? Ist auch schon tot, alles klar. Alter, wie viel Schaden die hier kriegen. Du musst mal wieder deinem Blüderchen ein bisschen helfen. Von hinten reinlunzen ist immer gut. Immer mit der Ruhe. Er kann das noch nicht benutzen. Ah, oh, fuck. Gut, der hier ist scheinbar direkt tot. Tungdir, renn zur Hilfe. So schnell wie es geht. Du hast Blutrausch. Du aktivierst das. Und rennst weg. Einmal kurz. Bam. Dann musst du dir hier mal ganz kurz den Weg frei bimsen. Tungdir, du kannst auch. Sehr schön. Und du hast immer noch deinen Rage-Modus. Und wegrennen. Einfach bloß versuchen, kein Sterben zu lassen, weil dann habe ich auch automatisch mehr Angriffe. Aktivierst das hier. Du nimmst den Trank, solange du kannst, und springst dorthin. Das hat sich gereimt. Toll. Und du regenerierst Leben. Das Schöne ist, dass das Leben regenerieren hier so gut funktioniert. Leider hast du keinen Gegner mitgezogen. Das wäre noch ein bisschen geiler. Aber gut, während du hier regenerierst, Tungdir kann noch nicht. Und ich kann dich nicht steuern, ne? Dann steuern wir Tungdir. Lauf, 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 lauf. Ich sehe Leichen, die gerne Leichen bleiben wollen. Na, oder auch nicht. Zack, einmal umbringen. Und einmal den Kopf durchschlagen. Sehr schön. Du springst dorthin. Du hast Leben regeneriert, geht zurück. Genauso will ich das sehen. War dumms. Erledigt. Ab mit dem Kopf. Alter, ist das scheiße anstrengend. Oh, Tungdir ist schon wieder umzingelt. Dann Angriff. Renn hier durch. Hinter dir ist Feuer. Oh, fuck it. Tungdir braucht Hilfe. Wobei die beiden sich gerade auch sehr schön wieder gefunden haben. Ah, er hat schon wieder seinen Ingrimsch. Das heißt, ich steuere dich mal kurz und töten. Ja, 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 ich weiß, zur Hilfe. Geh mal kurz durch. Das machst du toll. Wunderschön.
Und zack. Bitte zwei auf einen Streich. Doch nicht. Lass mich durch. Toll gemacht. Zack, den da erledigen. Double Kill. Oh nein. Da ist er gerade auf Tungdil gerannt. Komm schon, töte den. Dankeschön. Dankeschön. Okay, Alter. Mach's doch nicht so anstrengend hier. So viel auf einmal kann ich auch nicht. Aber wir haben zumindest fast jeden schon mal erledigt. Bam. Der ist weg. Und damit haben wir alle. Also fürs Erste. So wie es aussieht zumindest. Zack, mit seinen Äxten. Lass ihn angreifen. Haben wir noch irgendeinen Toten? Nein, alle Köpfe sind ab. Sehr schön, Köpfe sind gerollt. Wir haben's. Alter, war das anstrengend. Überall. Nice, ich habe Tungdil verprügelt. Ja, so sollte das laufen. Immer wieder gegenseitig sich Schaden machen. Gute Idee. So. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Ah, guck mal, gewonnen. Gewonnen! Alter, dabei sind das nur drei Charaktere und trotzdem so viel Stress. Nur weil Untote angegriffen haben. Ihr habt den Hain beschützt? Du bist ein gehäuteter Elf. Gehäutete Elfe. Die Barriere ist gefallen. Du spürst, wie sich dein Magen verkrampft. Anders als Boindil bringst du kein Wort heraus. Die verfluchten Magi hatten nur eine Aufgabe. So ist es also, wieder aufzuerstehen. Ich fühle nichts. Mir bleibt nichts. Meine Liebe, meine Schönheit, mein Zuhause und mein Wald. Mir wurde alles genommen. Ich bitte dich, habe Mitleid und setze meinem Leiden ein Ende. Auch ohne in ihre Augen blicken zu können, erkennst du die Traurigkeit in der Miene der Elbin. Die Erhabenheit, die sie einmal ausgestrahlt haben muss, lässt sich in ihrer jetzigen Verfassung nur noch erahnen. Enthauptet die Elbin, um ihr Leiden zu beenden, verlasse das Dorf, wir konnten die Albe-Grünhain erobern. Sie können Tote wiederbeleben, es sind Albe, die scheiße gut kämpfen können, die kann sich teleportieren, aber die Frage stelle ich trotzdem noch. Torin war hier und ich habe gehört, ihr Elben verfügt über besondere Fähigkeiten im Kampf. Haben euch die Albe im Schlaf überrascht? Ich spürte ihre Gegenwart, doch als ich die Albin stellte, hatte sie schon die ersten von uns getötet und das tote Land ließ sie wieder auferstehen. Es flutet Menschen und Zwerge mit Hass auf das Leben. Es macht euch zu Bestien. Wie Furien stürmten sie durch das Dorf und jeder, den sie töteten, wurde einer der ihren. Wenn sich das tote Land weiter nach Süden ausdehnt, braucht Nordorn keine Orks, Oger oder Albe. Ein Mensch, der auf dem toten Land das Leben verliert, würde ausreichen, um den Wahnsinn wie eine Seuche über das Land fegen zu lassen. Zombies! Okay, jetzt können wir einfach das Dorf verlassen und sie nicht töten. Hat das Vorteile? Also wahrscheinlich ist es eher scheiße, weil, guck mal, wie wir... Sie ist die Einzige, die nicht aggro wird, okay. Wir beenden ihr Leiden. Ich meine, das Spiel will, dass ich das tue, aber ich will eigentlich das Spiel auch verarschen. Nein, komm, wir tun das. Hier dreht sich fast der Magen um, doch du weißt, dass es richtig ist. So ernst hast du die Zwillinge noch nie gesehen. Sie würden sich einer Armee von Orks entgegenstemmen, aber hier geht es um etwas jenseits ihrer Macht. Oder deiner. Wir brauchen die Magi. Sie müssen die Barriere wieder errichten. Okay, also, dann. Wir müssen laut Ion berichten, was hier geschehen ist. Ich kann kaum fassen, dass die Barriere gefallen ist. Wir müssen laut Ion Bescheid geben. Der Typ wird das schon richten. Das ist Großmeister, Großmagier. Wir müssen zu laut Ion dann, bevor sie nicht das der dann. Ausbreitet. Er wird wissen, was zu tun ist. Keiner deiner beiden Begleiter erhebt Einspruch. Dankeschön. Und ich kann kaum fassen, dass die Barriere gefallen ist. Ich kann es kaum fassen. Die Barriere soll gefallen sein? Wie konnte das geschehen? Wer weiß schon, was bei diesem Hokuspokus alles schiefgehen kann. Sie hat das tote Land seit dem Fall der Fünften zurückgehalten. Es ist die oberste Pflicht der großen Magi, die Barriere zu stärken, wann immer sie an Kraft verliert. Ich kann mir nicht denken, wie Nordon oder sonst jemand sie überwunden haben will. Du denkst an den Dämon, der in Gorens Brief erwähnt wird. Du fragst dich, ob es möglich sein könnte, dass ein Dämon aus dem jenseitigen Land über Mächte verfügt, mit denen die sechs Magi nicht gerechnet haben.
Tja, das ist die Frage, aber erstmal kriegen wir so richtig schöne Erfahrungspunkte. Ein bisschen Level gestiegen. Ist ja schon mal schön. Und für Tungdil, neue Fähigkeit. Komisch, es soll nur bis Level 10 gehen? Das wäre ein ziemlich kurzes Spiel dann. Obwohl, wir sind erst Level 4. Na gut. Sprungangriff, der war eigentlich immer ziemlich hilfreich. Und das Anstürmen. Da ich Sprungangriff schon einmal habe, wäre ich hier eher für Anstürmen. Vielleicht ist das sinnvoller. Sprungangriffe über mehrere Meter, der Gegner beiseite stößt. Gut, ich darf halt wieder nicht von der Klippe rennen. Aber ansonsten würde ich das Anstürmen nehmen. Und damit nicht alle diesen denselben Skill haben. So, bestätigen. Und Elbenfigur. Eine fein geschnitzte Figur aus Elfenbein. Sehr wertvoll. Toll, die haben wir aus dem Dorf bekommen, wo die Leute sich wiederbelebt haben. Wird mir jeder abkaufen. Also das Item wird mir dann jeder abkaufen, weil jeder Händler gern ein Item hat, was aus dem toten Land kommt, wo Zombies leben. Yay, sehr wertvoll das Ding. Also zumindest das Proviant, was auch nicht so schön ist. Werden eigentlich auch Tiere wiederbelebt? Essen wir dann lebendes Fleisch? Obwohl, der Kopf ist ja ab. Die Idee ist relativ doof. Gut, wir stehen gerade im Nix, das heißt, wir können eigentlich bloß nach Süden gehen. Beziehung verbessert, toll. Dann, gehen wir wieder den ganzen Weg zurück zu Lord Johann. Geht in Ordnung, aber sollten die nicht hier tagen? Wissen wir nicht, dass der Emporista tagt? Wir gehen mal nach Jeden Porista. Abend, seit ihr Grünhain verlassen habt, hast du dir Gorens Bücher angeschaut und versucht, ihnen ihr Wissen zu entlocken. Doch nun musst du dir eingestehen, dass du sie nicht entziffern kannst. Sie sind in der Gelehrtenschrift für hohe Magie verfasst. Und diese hat Lord Ionan dir nie behalten. Ah, you had one job. Dass die Bücher wichtig sind. Warum sonst sollte Goren sie Turgur, dem Schönen, zukommen lassen wollen? Mit einem Seufzen verstaust du die Bücher. Dabei fällt dein Blick auf den Beutel, den Lord Ionan dir mitgegeben hat. Stimmt, da können wir jetzt auch mal reingucken. Hat Goren Lord Ionan um die Rückgabe der magischen Artefakte im Beutel gebeten? Wenn ja, könnten sie... Du nimmst den Beutel und betrachtest ihn. Lord Ionan hat mir verboten, den Beutel zu öffnen. Das Dörfchen Sonnenhag macht seinem Namen alle Ehre. Es gibt einen Laden im Dorf. Okay, gut, das hat man schon mal, dann setzen wir unseren Weg vor, das geht in Ordnung, der Laden hat ja nichts mehr, haben wir ja leer gekauft. In den Nächten zuvor plagt dich das Bild der Elbin, die im Grünhain an den Baum genagelt wurde. Du fährst aus dem Schlaf am Baum genagelt. Und sorry, falsche Stimmung. Die Nacht ist ungewöhnlich dunkel. Trotz deiner guten Zwergenaugen kannst du Boendal, der Wache hat und nur einige Schritte von dir entfernt steht, nur als Umriss wahrnehmen. Du willst dich wieder hinlegen, doch plötzlich fühlst du etwas Kaltes an deinem Hals. Neben dir schiebt sich das blasse Gesicht eines Alps in deinem... Die lassen uns aber auch nicht in Ruhe, wa? Ich fürchte, wir haben einander in Grünhain verpasst, sodass es meine Gefährtin allein mit euch aufnehmen musste. Gut, jetzt um Hilfe zu rufen ist relativ doof. Hat er das nicht im Buch gemacht, indem er seine... Nee, ich glaube, es war was anderes. Egal, was machen wir? Wir könnten nichts sagen, dann werden wir wahrscheinlich erstochen. Um Hilfe rufen, dann werden wir wahrscheinlich erstochen. Wir versuchen uns zu befreien. Du überlegst, was du tun kannst, aber noch bevor du eine Entscheidung getroffen Verdammt. Hast, wird der Dolch fester an deinen Hals gedrückt und du fühlst eine zweite Klinge in deinem Rücken. Na, ruhig. Ich werde dich nicht töten, noch nicht. Weißt du, was ich stattdessen tun werde? Und er öffnete seinen Hosenstall. Antwort, aber du kannst dir nicht einmal vorstellen, wie ein Alp denkt. Ich werde alle töten, die dir etwas bedeuten. Ich werde dein Leben zerstören und du wirst in der Hoffnungslosigkeit versinken, Unterirdischer. Dein Verderben heißt Sinn. So war der Spruch, nicht dein Tod heißt Sinn, dein Verderben heißt Sinn, Thoras. Doch plötzlich merkst du, dass die Klinge von deiner Kehle verschwunden ist. Du siehst dich verwundert um. Der Alp ist nirgends zu sehen. Du blickst zu Boendal hinüber, der im hellen Mondlicht jetzt gut zu erkennen ist. Neben dir schmatzt Boendil im Schlaf. Du fasst an deinen Hals und als du nichts fühlen kannst, atmest du erleichtert aus. Nur ein Albtraum. Nur ein Albtraum. Das sagst du dir zumindest, doch den Rest der Nacht tust du kein Auge zu. Würde ich auch nicht machen und es war definitiv kein Albtraum. Ein Alp B ist zwar nah genug dran, ein Albtraum, aber reicht halt nicht aus, um es gleich zu setzen. Wir werden verfolgt. Tourister und geht direkt zum Sitz des Rates der Magi. Eine besorgt reinblickende Wache versperrt euch den Weg. Tut mir leid, wir dürfen niemanden in den Palast lassen.
Die Wache blickt sich nervös um. Blitze. Vor ein paar Tagen. Nicht wie bei einem Gewitter, sondern in allen Farben des Regenbogens. Am nächsten Tag hieß es, die Magi seien alle wieder abgereist und Meister Nudin dürfe nicht gestört werden. Niemand darf seitdem in den Palast. Selbst wir nicht. Die Nachricht von den Blitzen beunruhigt dich nicht weiter. Im Gegenteil. Wenn die Magi zurück in ihre Reiche gereist sind, kann das doch eigentlich nur bedeuten, dass sie die Barriere stärken konnten. Du bist gespannt auf Lord Ionans Bericht im Stollen. Ja, genau. Das kann das nur bedeuten, dass die Blitze abreisen sind. Ist ja auch nicht so, dass man, was weiß ich, wenn man so bei Harry Potter einen Kampf sieht mit Magiern, dass da Blitze durch die Gegend zischen. Nein, bloß nicht. Das sind alles bloß komische Funken, keine Blitze. Wir haben hier immer noch den Zwergenhändler, ne? Gut, der ist tot, da brauchen wir nicht hinzugehen. Ich würde sagen, wir versuchen... Gehen wir ins Gasthaus oder eher zum Turmweiler? Ich glaube, Turmweiler waren wir schon. Wir gehen in Richtung Gasthaus dann. Lloyd packt Moindil seinen Zwergenkäse aus und gart ihn über den Feuer. Ja, der Käse! Wenn dir ein Stück reicht, nimmst du es an. Wusste ich doch, dass wir aus dir noch einen Zwerg machen können. Du kaust auf dem Käse herum, um nicht antworten zu müssen. Der Geschmack ist doch besser, als du anfangs gedacht hast. Genau. Schön, wie wir den Typen auch gar nicht davon erzählen, dass wir es geträumt haben. Also wir könnten ihm zumindest sagen, Leute, könnte sein, dass hier was hinter uns her ist. Und sein Name ist Sintoras. Just saying. Wäre mal eine Erwähnung wert. Was war eigentlich das hier oben? Auch bloß ein Wald, ne? Okay, gut. Dann... Ich will unbedingt noch daran vorbeigehen, wo wir das Tor verbessert haben. Wir schauen mal die ganzen Gäste an. Im Gasthaus sitzen ein halbes Dutzend Gäste an Tischen und genauso viele an der Bar. Augenscheinlich Bauern und Landarbeiter aus den umliegenden Dörfern. Boindil schenkt den anderen Gästen keine Aufmerksamkeit und stapft zu einem Tisch. Zusammen mit seinem Bruder folgst du ihm und nimmst Platz. Der Wirt kommt hinter der Bar hervor. Was darf sein? Dasselbe wie immer? Bier für alle! Also zeig mir, was du im Angebot hast. Schauen wir erstmal, denn wir könnten ein bisschen Proviant gebrauchen. So viel steht fest und ich sollte auch noch genügend Gold haben, alles mitzunehmen. Also nehmen wir auch alles. Also fast alles. Warte. Bestätigen? Nein, warte. Das nehmen? Ich bin verwirrt. Ich will das. Ich will 4. Bestätigen. Und bestätigen. Genau. Und dann nehmen wir ein Zimmer für die Nacht. Nach einem richtigen Bett. Mal sehen, was da so passiert. Ihr verbringt eine erholsame Nacht im Gasthaus und macht euch dann wieder auf den Weg. Keine Nebenquest? Gut, dann führt's mich, glaube ich, relativ direkt wieder nach unten. Geht in Ordnung. Dann marschieren wir mal unseren ganzen Weg jetzt vorfallslos weiter.